Ich wollte gerne auf Deutsch ganz kurz auch dieses Thema, nicht dasselbe, aber ein anderes Thema, auch von dem ersten Brief Johannes Kapitel 5. Johannes, der geliebte Jünger, war so nah zu Christus, nicht wie alle anderen Jünger, auch nicht wie Petrus, auch nicht wie Paulus und die anderen. Johannes, der geliebte Jünger, war einmalig unter den 12 Jüngern. Aber gab es und gibt es keinen Ersten unter den Jüngern. Man darf nicht das behaupten. Jesus hat nicht einen einfach eingestellt als der Vorredner oder Vorsprecher im Namen aller Jünger. So etwas gibt es nicht in der Bibel. Ganz gewiss, ganz sicher. Auch Johannes, der geliebte Jünger, war so nah, er hat sich selber auch als der Geliebte bezeichnet. Er sagt in seinem Evangelium mehrmals, der Jünger, den Jesus geliebt hatte und umgekehrt. Heiliger Johannes, der geliebte Jünger, war so nah zu Christus. Und wegen dieser Nähe hat er die Liebe, die im Herzen Christi zu allen Menschen erkannt. Und das wollen wir alle. Nicht nur einfach Christus anbeten, aber vor allem seine Liebe, die Liebe im Herzen Christi für uns zu erkennen und zu verstehen, zu üben. Hast du einmal diese Liebe genießen können? Hast du einmal wirklich im Herzen gesagt, Gott, wirklich jetzt, ich kenne und erkenne, dass du der Liebe bist. Jetzt, ich habe den Sinn des Lebens verstanden. Warum hast du uns erschaffen und warum bist du zu uns gekommen und warum liebst du uns? Hast du eines Tages das in deinem Gebet gesagt oder noch nicht? Wenn nicht, dann beginne intensiver und viel zu beten, bis du es erreichst. Ein Gespräch mit Jesus und Gefühle im Gebet sind so erforderlich. Aber wenn du beschäftigt bist, wenn du dich mit vielen Dingen in der Welt beschäftigst, außer Lernen und außer der Kirche, dann wirst du ja, die Liebe nicht so erforderlich findest. Wenn man mit Begierde und Körper und Instinkte und falscher Spaß und nur spielen umsonst, Sport ist gut, spielen ist nicht alle Spiele sind gut. Sport ist erforderlich, manche Spiele sind nicht überhaupt erforderlich und sogar gefährlich. Ja, macht im Skype, wenn ein Kind Nintendo den ganzen Tag und diese zu viele Spiele, was heute da gibt, dann wird erstens die Knochen von seinem Nacken werden kaputt, langsam. Und die Augen, die Sehens, das Sehenskraft wird auch allmählich schwacher sein. Und Gehirn bin eingeschaltet nur für hin und her, hin und her. Es ist verrückt, was die reichen Leute machen. Sie machen Spielzeuge, damit sie die Kinder das wünschen und kaufen. Sie kassieren viel Geld und die Kinder werden allmählich nicht klug oder weniger klug sein wegen dieser Spiele, die man denkt, dass sie helfen kann. Man hilft nicht. Also, wir wollen uns damit beschäftigen, mit der Liebe Gottes. Wenn wir das erreichen, dann haben wir ein anderes Leben entdeckt. Viele Menschen leben, aber sind tot. Viele Menschen leben und genießen die Liebe Gottes und sehen das ganz klar. Jesus sagt, ich bin das Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit. Niemand kann das behaupten, außer Gott, vollkommener Gott, 100%. Und Heiliger Johannes sagt auch, wer nicht an Gottes Sohn glaubt, hat auch das ewige Leben nicht in sich selber. Das ewige Leben ist, Jesus selber zu erkennen, kennenzulernen. Nicht nur im Himmel, aber auch auf Erden. Kannst du mal im Gebet Jesus sagen, Gott, ich will mit dir persönlich reden und ich will, dass du selber auch deine Person mir erklären und erkennen. Du hast versprochen,
dass du Gebete von deinen Kindern erhörst. Und jetzt, ich will ein Zeichen, dass du in meinem Herzen geredet hast. Ein Zeichen, dass du meine Gebete erhören hast. Durch das Beten werden wir das Leben neu entdecken, das Leben schön finden und auch für das ewige Leben uns vorbereiten. Er sagt hier auch im Kapitel 5, alles, was wir von Gott verlangen im Gebet, wird er erfüllen, aber nach seinem Willen. Du darfst nicht verlangen ein Auto oder ein Haus oder was Falsches, doch er wird dir in seiner Zeit auch das Auto und Haus geben. Aber vor allem, wir wollen das ewige und unendliche Leben verlangen. Das ist wertvoll, unvergleichbar. Diese Erde und alles, was darauf vorübergehend sind, vorübergehend. Kommt eine Zeit, finden wir die Erde nicht und alles, was auf der Erde, ob das Gold oder Geld oder Begierden oder Geräte oder Computer oder iPad, alles wird eines Tages nicht mehr da. Aber das ewige Leben bleibt. Also, Johannes, der geliebte Junge, hat in seinem ersten Brief, Brief von Johannes, über die Liebe Gottes gesprochen und die Liebe zu Menschen. Und ich empfehle euch, liebe Kinder, wenn ihr nach Hause zurückkehrt, erster Brief an Johannes, sind 5 Kapitel zu lesen. Und schreib mal, was du daraus lernst. Ob das einen Vers über seine Gottheit, ob das einen Vers über die Liebe zu Menschen oder einen Vers über die Liebe zu Gott selber. 1. Johannes, Brief, Kapitel 5. Mehrmal lesen, verstehen. Wenn nicht verstanden, dann bitte ruf Abuna oder ruf mich an. Wir sind alle zur Verfügung. Wir wollen euch immer das erklären und wir freuen uns eigentlich, dass ihr so viele Fragen stellt. Die Menschen, die gut lesen und verstehen wollen, werden auch zu viele Fragen haben. Diejenigen, die keine Fragen haben, haben noch nicht richtig gelesen. Gott segne euch, Ehre sei unserem Herrn in aller Ewigkeit. Amen.